Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute eine bunte Mischung und sorry Klaus, aber mein Bier war alle. Eine neue Metzgerei wird eröffnet. Als Geschenk packt der Metzger jedem Kunden ein Würstchen mit ein. Am nächsten Tag kommt eine Kundin in die Metzgerei und sagt, sie haben mir gestern irrtümlich ein Würstchen mit eingepackt. Nein, nein, sagt der Metzger, das ist schon in Ordnung, das gab es kostenlos zur Einführung. Verdammt, sagt die Kundin, und ich hab's gegessen. Was ist 12 Meter lang, hat 2 Zähne und riecht stark nach Urin? Polonaise im Altersheim. Treffen sich zwei Kumpels, sagt der eine, du, gestern hatte ich echt Glück. Sagt der andere, wobei denn? Naja, ich war nachts mit meiner Frau gerade am Vögeln, plötzlich kommt der Kronleuchter runter und fällt mir voll auf den Hintern. Sagt er, und das nennst du Glück? Naja, 5 Minuten eher und ich hätte das Ding voll ins Genick bekommen. Auf einem Friedhof wird ein Herzspezialist beerdigt. Der Sarg steht vor einem riesigen, überdimensionalen Herz. Der Priester hält seine Rede. Als er fertig ist und alle Abschied genommen haben, klappt das Herz auf. Der Sarg wird voll in dieses Herz hineingefahren. Das Herz klappt zu. In dem Augenblick fängt ein Trauergast laut an zu lachen. Fragt ihn der Nachbar, warum lachen Sie denn so? Sagt er, naja, ich muss an meine eigene Beerdigung denken. Dann sagt er, und, was gibt's da zu lachen? Naja, ich bin Gynäkologe. Das war's für heute. Macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und das Bier ist auch gut.